Ja, hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Heute zu meinem ersten Einsteiger-Tutorial für das Programm iClone 6 bzw. iClone 6 Pro. Das ist die Version, die ich benutze. Da sind etwas mehr paar Features drin, aber das spielt jetzt auch keine Rolle groß. Ja, ich habe das Programm jetzt mal gestartet und ich muss noch mal kurz was zu der Einsteiger-Serie sagen. Ich mache da so 5-6 Tutorials, also das Grundwissen möchte ich Ihnen da gerne mit vermitteln. Das ist jetzt nicht alles ganz ausführlich, weil dazu ist das Programm einfach zu riesig, hat zu viele Einstellungsmöglichkeiten und also praktisch das Grundwissen. Heute im ersten Einsteiger-Tutorial möchte ich Ihnen gerne mal die Benutzeroberfläche und die Bedienung vorstellen und werde dann auch gleich mal anfangen. Also das Programm ist jetzt geladen. Dann haben wir hier unser Willkommensfenster, was beim Start mitgestartet wird. Und das kann man das Häkchen hier rausmachen und dann wird es beim nächsten Start nicht angezeigt. Dann haben wir hier noch so ein paar Buttons, die wir auch teilweise hier oben in unserer Menüleiste unter dem Menüpunkt Hilfe finden. Das Einzige, was hier unter der Hilfe nicht drin ist, sind hier die Schulungen. Da kann ich ja mal raufklicken. Da kommen wir dann zu einer Website von Realution. Da haben wir dann hier sehr viele Tutorials, teilweise noch für die Vorgängerversion, aber da ähnelt sich eigentlich so einiges hier mit der aktuellen Version. Und da haben wir dann hier verschiedene Tutorials, die Sie auch gerne mal anschauen können. Das Einzige, man muss gute Englischkenntnisse haben, sonst versteht man so gut wie gar nichts. Aber man kann dann eben halt sehen, was gemacht wird. Nur kurz mal dazu. Also ich kann empfehlen, da ruhig mal reinzuschauen. Dann schließe ich mal das Vorschaufenster hier oder das Begrüßungsfenster. Dann gehe ich mal hier nochmal auf den Button Hilfe, wie eben schon gesagt. Dann haben wir hier den Hilfe-Button. Da klicke ich mal drauf. Und da haben wir dann so eine Online-Hilfe für dieses Programm. Und die ist leider auch noch auf Englisch. Da wird es bestimmt später noch eine deutsche Online-Hilfe geben. Aber bei Realution dauert das vielleicht noch alles ein bisschen länger. Ja, wie gesagt, ein Handbuch gibt es auch noch nicht in deutscher Version, also ein PDF-Handbuch. Und ein englisches gibt es, glaube ich, auch noch nicht dazu. Aber das kommt vielleicht noch. Gut, nur kurz das hier erwähnt. Dann haben wir hier noch unter Hilfe mehr Inhalte. Da kann man dann für das Programm was zukaufen. Da klicke ich auch nochmal kurz drauf. Da landen wir dann in dem Content Store, auch von Realution. Da kann man dann verschiedene Sachen für das Programm zukaufen, neue Darsteller oder Häuser oder Autos oder sonst irgendwas. Ich öffne mal hier das kurz. Hier bei Szene zum Beispiel, Props. Ja, da öffnet sich jetzt gleich ein Fenster. Und zwar steht hier überall Dollar. Ich war da auch erst ein bisschen skeptisch, wie das da mit der Bezahlung ist, weil im Online-Bezahlen bin ich immer sehr vorsichtig. Aber ich hatte Gott sei Dank ein PayPal-Konto und da kann man das problemlos mit bezahlen. PayPal rechnet das automatisch in Euro um und sobald der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, hat man das auch wenige Zeit später dann in seinem Account zum Download. Da ist es dann bereitgestellt zum Download und man bekommt extra noch eine E-Mail. Da ist auch nochmal der Download praktisch drin für die ganzen Sachen hier. Ne? Also für das, was man ausgewählt hat. So, das war das noch einmal hier. Schließe ich das Ganze. So, wir haben jetzt hier oben unsere Menüleiste. Da haben wir hier Datei, neues Projekt. Darunter haben wir dann hier unsere Menü-Buttons. Also diese Buttons, die wir hier drunter haben, die finden wir auch alle hier im Menü. Jetzt irgendwo, ne? Also da muss man dann suchen. Oder man klickt eben direkt zum Anfang diese Buttons an. Neues Projekt, Projekt öffnen, Projekt speichern, Vorschau aktueller Frame und so weiter. Da gehe ich gleich etwas näher zu ein. Dann haben wir hier rechts unser Bearbeiten-Fenster. Hier werden dann überwiegend alle Einstellungen vorgenommen. Hier in der Mitte haben wir praktisch unsere Bühne, also unsere Szene, wo alles
draufgepackt wird, nachher Lichter, Objekte und so weiter. Dann haben wir hier unser Inhaltsmanager. Da haben wir hier zum Anfang Projekt. Da haben wir hier viele Projektvorlagen, die sind schon alle fertig. Da kann man auch mal reinschauen. Zum Beispiel jetzt hier bei G6 Intro. Mit einem Doppelklick klicke ich das mal an. Und dann öffnet sich hier so eine kleine Szene. Dauert einen Augenblick. So. Und wenn ich das Ganze jetzt mal hier unten ist hier übrigens die Timeline. Und hier sind Echtzeit und per Frame, also per Einzelbild und in Echtzeit. Dann haben wir hier unseren Abspielbutton. Und dann haben wir hier Loop. Dann wird die Szene ständig wiederholt beim Abspielen. Dann haben wir hier noch Stimmlautstärke, Musiklautstärke. Hier haben wir die Frame-Anzeige. Die aktuelle Frame ist jetzt 1. Dann haben wir hier Projekteinstellung. Und nochmal kurz die Zeitleiste anzeigen. Wenn ich da mal draufklicke, dann haben wir hier unsere Zeitleiste. Die kann man hier auch verschieben mit der linken Maustaste. Und die Zeitleiste kann man auch mit dem Tastaturbefehl F3 schließen und öffnen. Ich schließe die jetzt erstmal und spiele das mal kurz hier ab, diese Szene. Greetings. My name is Mason. And I'm a new breed of Icon. Ja. Das sind alles so vorgefertigte Sachen. Dann haben wir hier noch unsere Darsteller, also unsere Avatare nennt sich ja das. Da gibt es ja drei Bezeichnungen für Charaktere, Avatar, Darsteller. Ich werde mich jetzt mal hier in meine Tutorials mal auf Darsteller einigen, weil da kommt man ja dann auch ein bisschen durcheinander. Dann haben wir hier Animation, Motions, Hands, Facial, also Gesichtsanimation. Dann haben wir hier unsere Bühne. Da sind dann Hintergrundbilder oder 3D-Szenen. Kann man sich da laden, ja, oder Mesh-Medium, so ein Canyon und so weiter. Dann haben wir hier unsere Inhalte eigentlich, unsere Props. Da haben wir hier Bäume, Gras, Partikel, Terrains, also Mesh-Medium. Dann haben wir hier Wasser, Sky, Himmel und Pfad, vorgefertigte Pfade. Dann haben wir hier noch die Medien. Man kann jetzt hier noch einen Sound hinzufügen oder ein Video. Ja, das sind also vorgefertigte Videos, ein Intro, Wasser, schon animiertes Sound. Bei Sounds haben wir nicht allzu viel drin, aber es geht so einigermaßen. Dann haben wir hier noch zum Schluss den Paket-Button. Das ist zum Beispiel ganz gut. Denn wie ich gemerkt habe, hier bei den Props, da muss man ganz schön suchen. Der hat ja so viele Unterordner hier noch. Und wenn ich jetzt mal hier so bei 3D-Blocks hier mal so runterscrolle, da sind dann hier so Box 02, ein Ball, was man öfter mal braucht. Und das ist ganz gut hier bei Paket. Wenn wir hier jetzt unsere Vorlagen haben bei Paket, dann kann man hier, das ist jetzt nicht installiert, dann gelangt man wieder zum Content Store, da kann man das zukaufen. Das sind also die neuesten und heißesten Sachen, die es da jetzt so gibt bei Realution zum Kaufen. Ja, und dann haben wir hier noch eben für Benutzer. Und da habe ich mir hier schon mehrere Ordner angefertigt, auch Vorlagen. Wichtig zum Beispiel, da habe ich jetzt einen Ball und Kapsel drinne. Dann hier unter Vorlage habe ich hier meine Box, einen Baum, den ich öfter mal benutze. Und das geht auch folgendermaßen, wenn ich jetzt hier mal auf Szene-Button gehe und gehe jetzt mal hier zum Beispiel auf 3D-Blocks und scroll mich mal hier runter und nehme mal diese Box hier und mache hier einen Rechtsklick, dann kann ich hier im Kontextmenü zum virtuellen Ordner hinzufügen, Vorlagen, wichtig. Und dann habe ich das alles hier unter wichtig in meinem Paket drin. Weil den Würfel und den Ball benutzt man doch des Öfteren. Das kann man also mit jeder Sache hier so machen, die man hier findet. Ja? Gut. Erstmal da zum Inhaltsmanager. Dann haben wir hier den Szenemanager. Da ist das alles aufgeführt, was jetzt hier in dieser Szene drinne ist. Zum Beispiel die Bildebene, das Licht. Es sind hier 4 verschiedene Lichter, 2 Standardlichter und 2 extra hinzugefügte. Dann haben wir hier 3, 4, 5, 6,
7 Kameras haben wir hier drin in der Szene. Also da hat jemand dann 7 Kameras hinzugefügt für die Animation. Dann haben wir hier unsere ganzen Requisiten hier drin. Kissen, Sofa und unseren Charakter Mason und Heidi. Also die Heidi habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ich kann das ja mal hier kurz mal vorlaufen lassen. Ach, da kommt sie dann nachher ins Bild. Gut, das war jetzt nur mal kurz dazu. Ich gehe jetzt mal hier auf neues Projekt. Und die Szene möchte ich natürlich jetzt nicht speichern. Gehe mal hier wieder auf Inhalte. Ja, und dann haben wir noch hier zum Beispiel im Bearbeiten-Fenster. Da gibt es auch noch mehrere Menüs. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier die Box hier mit einem Doppelklick wird das gemacht. Oder eben per Drag and Drop hier auf die Bühne ziehen. Jetzt ist diese Box aktiviert. Da habe ich dann hier im Bearbeiten-Fenster, also Bearbeiten, Animation, Materialeinstellung und Physikeinstellung. Die kann man, also hier kann man eigentlich alles einstellen, was man so für die Szene braucht, für jedes einzelne Objekt. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier zu den Menübutton etwas weiter. Nein, vorher möchte ich noch kurz was sagen. Und zwar hat man auch die Chance, diese Toolbars hier mit der linken Maustaste abzudocken und mit der linken Maustaste wieder anzudocken. Da kommt dann so ein blaues Rechteck. Und hier genauso kann ich das dann auch wieder andocken. Und man, wenn man jetzt mal alles verstellt hat und man weiß, da findet die blauen Rechtecke nicht mehr, dann kann man hier auch auf Fenster gehen, Arbeitsplatz und Layout zurücksetzen. Dann haben wir wieder unseren Standard-Layout. Ja, dann gehen wir mal jetzt hier in den Buttons mal weiter. Da haben wir dann hier Vorschau, aktueller Frame. Also ich hole mir jetzt erstmal noch einen Avatar, also einen Darsteller dazu. Und zwar G6-Charakter. Den Mason mal mit einem Doppelklick. Und wenn ich jetzt hier diesen Button habe, Vorschau aktueller Frame und da drauf klicke, dann haben wir den, das wird das aktuelle Bild hier kurz gerendert. Ja, dann kommen wir jetzt erstmal weiter zur Bedienung. Hier haben wir rückwärts, also rückgängig machen und wiederherstellen. Dann haben wir hier einen Render-Button, zum Beispiel wenn wir unsere Szene nachher fertig haben und zum Schluss das alles rendern möchten. Da kann man dann hier die ganzen Einstellungen vornehmen, Bild oder ob man das als Video speichern möchte, MP4. Dann kann man hier Vollbild, Framegröße oder eben HD neben sich auswählen. Dann hat man 3D Stereo, Renderqualität, Super Samplings, also wie oft das gerendert wird hintereinander, und dann haben wir hier noch High Quality Schatten und Exportbereich. Dann steht dann hier Bereich von 1 bis 1800, weil unsere Szene würde jetzt hier von 1 bis 1800 gehen. Man sieht es hier auch unten in der Timeline. Und dann klickt man nur auf Export, dann wird gefragt, wo Sie die Datei speichern möchten, und dann fängt das an zu rendern. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz zu diesem Button hier kommen, unten Projekteinstellung. Also da haben wir jetzt hier unsere Projekteinstellung. Kann man hier Gesamtframes, haben wir jetzt im Augenblick 1800, so lang ist die Szene. Und zwar 1800 Frames sind hier 30 Sekunden. Man kann das natürlich auch alles umstellen, wenn die Szene jetzt länger sein soll. Nehmen wir mal an, wir haben 5000 Frames. Dann ist die Zeit dann 1 Minute 23,33 Sekunden lang. Ja, so kann man das verstellen. Ich habe hier mal bis 50.000 ausprobiert und Enter gemacht. Also das geht wohl bis 50, vielleicht geht es noch weiter. Dann haben wir eine Szene von 13,53 Minuten. Wie weit das jetzt hochgeht, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Dann haben wir eben hier alles Standardeinstellungen, die werde ich jetzt auch nicht verändern hier erstmal. Das Einzige, was man hier noch verändern kann,
ist die Hintergrundfarbe, kann man jetzt ändern für unsere Bühne hier. Zum Beispiel kann ich jetzt auf Rot hier gehen, dann haben wir einen roten Hintergrund. Man kann hier auch Bild aktivieren und dann holt man sich hier ein Bild seiner Wahl. Da geht man dann auf Öffnen und ich habe jetzt hier die Texturen, Reflexionstexturen geöffnet von iClone. Da kann ich ja mal kurz draufklicken. Dann haben wir das als Hintergrundbild. Das ist natürlich jetzt nicht empfehlenswert hier, dieses Bild. Und da gehe ich auf Bild deaktivieren und werde mir wieder mein altes Hintergrund machen hier, meinen alten Hintergrund, so ungefähr kann ich das lassen. Und dann schließe ich das. Dann haben wir hier noch im, vielleicht auch ganz wichtig, da bearbeiten, Einstellungen. Da kann man dann hier die Einstellung fürs Programm vornehmen. Zum Beispiel hier Umwandlungsgizmo, Steuerung plus Taste. Das wird dann angezeigt. Dann haben wir hier die Rasterfarbe fürs Gitter. Also da kann man auf weiß oder was weiß ich, da kann man sämtliche Farben sich aussuchen. Ich lasse das aber jetzt so. Dann haben wir hier die Qualität im Echtzeitrenderer. Ist jetzt praktisch mittel eingestellt bei mir. Das sieht man dann auch hier oben auf dem Button. Und zwar, das hat hier auch ein bisschen mit der Prozessorleistung und Grafikleistung zu tun. Und in meinen Tutorials mache ich das hier auf Mittel, da ich ja auch noch mein Aufnahmeprogramm zu laufen habe. Man kann das jetzt noch auf Schnellmodus umschalten. Dann ist das nicht so detailgenau, dann geht das alles ein bisschen flotter. Auch wenn man jetzt nicht so eine gute Grafikkarte oder einen Prozessor hat. Also nur mal zur Information, ich benutze hier einen iCore 5 Prozessor und eine GTX 760. Da klappt das eigentlich schon ganz gut. Ja, wichtig wäre vielleicht hier noch der Texturen-Editor. Jeder hat ja so ein kleines Bildbearbeitungsprogramm. Ich habe hier eins von Hewlett Photo Impact X3. Das habe ich schon eine Ewigkeit. Und das wird dann hier ausgewählt. Und dann geht man auf Öffnen und dann hat man jeweils seinen Texturen-Editor da drin. Den kann man dann später auch noch brauchen. Da kann man hier noch die Symbol- und Schriftgröße verändern und das Farbschema, das ist aber glaube ich nur jetzt in der Version iClone 5 Pro, aber das ist auch nicht so wichtig, hier hat man das Graue hier ausprobiert, also es ist fast die gleiche Oberfläche, nur dass diese grünen Dinger hier dann nicht mehr da sind, sondern die sind dann auch grau, also ansonsten ändert sich da nicht, man muss das, dann muss das Programm danach neu starten, sonst wird das neue Farbschema nicht angezeigt. So, dann werden wir jetzt noch diesen Button hier erstmal nehmen. Also hier, das hier ist rückgängig und wiederherstellen. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, wie man überhaupt was entfernt. Ich klicke mal die Box an, gehe dazu mal in den Szenemanager und sehe, dass hier die Box jetzt blau unterlegt ist. Drücke auf der Tastatur die Entferntaste. Und dann ist die Box auch verschwunden. Das mache ich jetzt mal wieder rückgängig. Jetzt gehe ich hier nochmal. Ach so, ich sehe gerade hier, vielleicht haben sich auch schon gefragt, was das hier ist. Ja, das schiebe ich mal mit der linken Maustaste hier nach oben. Das hier ist für die Indigo Render Suite. Die habe ich da als Bonus mit zubekommen. Darüber werde ich jetzt keine Tutorials machen, weil die Oberfläche ist da komplett in Englisch. Und da muss ich mich erstmal intensiv mit beschäftigen. Dann sehe ich gerade hier, wir müssen die Projekteinstellungen noch zurückstellen. Ich stelle das jetzt hier wieder auf 1800, auf Standard. Schließe das wieder und dann haben wir hier unsere Zeitleiste wieder bis zum Schluss 1800 Frames. Ja, dann kommen wir jetzt hier zu diesem Auswählen-Button, wenn ich den mal anklicke. Und markiere die Box oder den Darsteller. Es wird immer nur eins ausgewählt. Das sieht man dann schön hier im Szenemanager. Jetzt ist der Mason ausgewählt. Und dann, wenn ich jetzt die Box hier im Szenemanager anwähle, dann ist diese Box angewählt. Also mit dem Ab- und Auswählen, das mache ich gerne im Szenemanager. Gerade wenn man jetzt sehr viele Sachen auf der Bühne hat, dann kann man das hier besser auswählen.
Man kann jetzt hier, um alles auszuwählen, sich auch mit gedrückter linker Maustaste hier so ein Rechteck ziehen. Dann sieht man hier auch im Szenemanager, jetzt ist alles ausgewählt. Ja, ich klicke jetzt aber nur den Mason nochmal an. Zum Bedienen kommen wir gleich, also zum Verschiebe- und Drehen-Button. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz mal was Wichtiges für zwischendurch sagen, wenn Sie jetzt mal so eine Szene erstellen, dass Sie dann auch immer mal zwischenspeichern. Also erstmal geht man dann mal hier auf Speichern. Ich hatte das jetzt nun schon abgespeichert, also da gehe ich dann auf Datei, Projekt speichern als. Dann geht hier mein Ordner, den habe ich mir hier so angelegt, eigene Dokumente, iClone 5, 6 Projekte und werde mal jetzt hier einfach mal Tutorial einschreiben und dann gehe ich auf Speichern und dann kann ich immer zwischendurch immer mal wieder zwischenspeichern. Das dauert einen kleinen Augenblick. Ach nee, jetzt habe ich den falschen Button geklickt. Hier natürlich, ne? Zwischenspeichern. Ja? Okay, das nochmal kurz dazu. Jetzt kommen wir hier den Bewegungsbutton. Hier sind übrigens auch immer dann die Tastaturbefehle rechts davon angezeigt. Also wer gerne mit der Tastatur arbeitet, der kann das gerne machen. Es gibt hier sehr viele Tastaturbefehle, zum Beispiel mal hier bei Bearbeiten und Projekteinstellung. Also ein ultralanger Shortcut hier, Steuerung, Umschalten, P. Könnte ich mir nie merken auf Anhieb. Deswegen mache ich meine Tutorials auch alle mit der Maus. Aber wer gerne mit Tastaturbefehlen arbeitet, der kann es gerne tun. Ja, dann haben wir hier noch einen Ordner visuell. Da kommen wir dann auch später noch zu. Da kann man das Umgebungslicht, Ambient Occlusion, Nebel einschalten, HDR-Effekt einstellen. Aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir endlich hier zum Verschiebe-Button, das ist der grüne, der ist jetzt schon angewählt und ich schiebe jetzt mal mit der linken Maustaste, klicke erstmal die Box an und verschiebe die mal so rechts rüber, wähle ich mal den Mason an und dann haben wir hier so eine Achse, eine rote, also die grüne ist die Y-Achse, die rote ist die X-Achse, man sieht es dann auch hier im Bearbeiten-Fenster immer, da verändern sich dann auch die Werte. Wenn Sie mal darauf achten, wenn ich jetzt die X-Achse verschiebe, dann haben wir den blauen hier, das ist dann die Z-Achse. Dann haben wir noch so gelbe Anfasser, da wird das in der X- und Y-Achse verschoben. Dann haben wir hier noch so einen violetten, also einen pinkfarbenen, das ist X- und Z-Achse. Und der hellblaue ist dann für Y- und Z-Achse. Ja, nur da mal kurz dazu, zum Bewegen überhaupt. Dann haben wir hier noch den Button Welt drehen. Da ist dann hier so ein Gizmo, da kann man dann die rote Linie mit gedrückter linker Maustaste drehen. Die grüne oder eben die blaue. Ja, die Werte verändern sich jeweils hier im Bearbeiten-Fenster. Man kann jetzt alles hier wieder auf 0 zurücksetzen. Dann sitzt der Darsteller wieder genau auf den Nullpunkt. Ich gehe jetzt mal wieder auf den Verschiebe-Button. Dann kurz nochmal hier zu diesen Kamerabewegungen. Also wir befinden jetzt hier uns mal in der Vorschaukamera. Und da haben wir dann diesen Button Zoom. Und wenn ich jetzt mit dem Mausrad nach vorne oder zurück drehe, kann ich die ganze Kamera hier zoomen. Mit der Shift-Taste gedrückt halten geht es dann noch schneller. Ja, dann haben wir hier den Schwenkbutton. Da kann man das mit der linken Maustaste so nach rechts, nach links, nach oben, nach unten schwenken. Man kann aber in diesem Punkt hier mit dem Schwenkbutton auch mit dem Mausrad zoomen. Das ist aber jetzt die einzige Zoom-Möglichkeit hier, weil dann geht's mit der linken Maustaste geht's dann nicht. Dann haben wir hier noch diesen Kamera-Umkreisen-Button. Können wir die Kamera kreisen lassen. Nach oben, nach unten, nach rechts und nach links. Dann haben wir hier noch so einen Button. Da haben wir hier so ein Hilfsmenü hier, so einen kleinen Pfeil. Da können wir den Darsteller, der ist ja jetzt markiert, von rechts sehen,
von oben oder von links, ja, oder eben vom Gesicht. Das ist immer ganz gut, wenn man den schön nah hat. Dann kann man später für die Gesichtsanimation hat man das schön im Bild und dann kann man das auch viel besser einstellen. Ich gehe jetzt mal hier auf alles zurück. Ja, das wäre jetzt erstmal dazu noch zu sagen. Ja, jetzt haben wir hier oben noch ganz wichtig, das hätte ich bald vergessen. Hier ist dann der Skalieren-Button, also ich klicke mal die Box 1 an, gehe mal auf Skalieren, da kann ich die dann hoch skalieren in der Z-Achse oder eben in der X-Achse skalieren oder eben nach in der Y-Achse oder eben an dem gelben Anfasser, da kann ich sie dann hoch und kleiner machen. Ja, das nur noch mal dazu. Dann gibt es hier noch einen Button Verbinden, den werde ich auch noch mal kurz erläutern. Diese Box ist jetzt markiert und ich klicke jetzt mal die zweite Box an, gehe dann mal auf Verschiebe-Button und klicke die zweite Box jetzt an, dann geht die andere Box mit. Ja, das sieht man auch gleich, wenn ich diese Box jetzt hier wieder anklicke, dann steht hier auch verbunden mit Box 002. Das trenne ich jetzt wieder. Und dann haben wir noch einen Button hier, Ausrichten an. Da klicke ich jetzt auch nochmal drauf und klicke mal jetzt diese Box hier an, die zweite, also die obere hier. Und dann kann ich das, dann geht hier so ein Eigenschaftenfenster auf und dann kann ich diese Box ausrichten. Ja, nur mal so kurz, also diese Box richte ich jetzt praktisch aus, an diese. Ja, da kann ich dann in der X-Achse machen oder in der Y-Achse oder eben in der Z-Achse und dann auf OK gehen. Ja, gut, ich lasse das jetzt aber so, war nur kurz nochmal zur Demonstration. Dann haben wir hier noch sichtbar oder nicht sichtbar. Zum Beispiel, wenn ich sie jetzt hier nicht sichtbar mache zum Anfang, weil die Box erst ab Frame, sagen wir mal, 238 sichtbar sein soll, dann schalte ich jetzt sichtbar ein. Und wenn ich das jetzt hier zurückspule, wird sie erst ab 200, ungefähr 267 eingeblendet. Das ist ganz gut, wenn man mal Sachen hat, die erst später in der Szene erscheinen soll. Wie gesagt, ich hatte jetzt soweit erstmal das erste Tutorial, ist jetzt erstmal soweit fertig. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen trocken, das erste Tutorial, aber das Grund- und Basiswissen sollte man schon haben. Ich werde jetzt meine Szene nochmal hier zwischenspeichern. Da werde ich dann im nächsten Tutorial gleich weitermachen. Da werden wir dann aber intensiver, das wird dann etwas mehr besser werden. Da machen wir dann schon die ersten Animationen, Kamera hinzufügen. Dann werden wir dann die Würfel mal hier mit Material unterlegen. Ja, und vielleicht noch ein paar andere kleine Sachen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.